So, ich grüße euch. Wir sind wieder da und gestern eine kleine Lieferung neue Ausrüstung bekommen. Und die Gelegenheit möchte ich jetzt einfach mal nutzen, sie euch noch vorzustellen. Anfang macht unser neuer Windschutz. Unser alter war ja sehr erfolgreich, aber ist leider ausverkauft. Die Firma macht die nicht mehr. Warum, konnten sie uns nicht sagen. Nach längerem Suchen haben wir eine Firma gefunden, die den hier für uns macht. Der ist, ihr seht es schon, kürzer als der alte. Hintergrund war der, wir haben sehr viele Anfragen gekriegt, ob es den nicht auch in kürzer gibt, weil viele Kunden den tatsächlich eingekürzt haben. Haben wir jetzt uns zu Herzen genommen und jetzt diesen hier machen lassen. Der ist relativ groß. Ihr könnt ihn also auch mit größeren Kochtöpfen, Kochgeschirr nutzen und ist von der Höhe optimiert für modernere Kocher und auch Spirituskocher. Die Gelenke, ich hoffe man sieht es ein bisschen, sind durch Stahlstifte zusammengehalten. Das heißt, die könnt ihr eigentlich sehr leicht rausdrücken und euch den Windschutz auf eure Länge, so wie ihr ihn braucht, zusammenkürzen. Der kann auch mit diesen, man sieht es, mit diesen Stahlstiften mit Griff wirklich verbunden werden, dass es ein Ring ist. Dann steht er richtig stabil. Und was ihr zum Beispiel auch machen könnt, ihr könnt es nur 4 Elemente davon nehmen und euch damit einen kleinen Kocher bauen. Geht auch. Gerade für die Make Your Own Gear Fraktion vielleicht interessant. So, fand ihn sehr gut, habe den jetzt selber auch im Einsatz mit meinem Titan Set. Bin sehr glücklich damit. So, die anderen Sachen. Kommt jetzt auch. Allen voran. Ihr hattet euch beschwert, dass ich eigentlich in jedem zweiten Video vom Mora-Messer spreche, aber bei uns bekommt man kein Mora. Das haben wir jetzt geändert. Das Mora ist jetzt bei uns erhältlich. Das ist das Companion in Carbonstahl. Genauer gesagt, das ist jetzt tatsächlich mein Companion, das ich auch immer auf den Videos dabei habe. Aber genau das wird es jetzt auch im Shop geben. Das ist ein kleines, stabiles und vor allem auch preisgünstiges Arbeitsmesser mit einer richtig guten Carbonstahlklinge. Also man sieht es an meiner Klinge schon. Mit der wurde schon einiges gemacht, die hat ein bisschen Patina angesetzt. Carbonstahl ist leider nicht rostfrei, aber dafür sehr gut nachzuschleifen, sehr schnitthaltig und bekommt auch sehr einfach eine sehr gute Schärfe. Ja, und zur Scheide kann man nicht viel sagen. Das ist eine Kunststoffscheide, in einem Stück gegossen. Hat einen Griddleclip, der auch an Molleschlaufen passt. Und ja, Griff ist aus texturisiertem Gummi. Ist schon der neue Griff. Die älteren Moras hatten ja noch einen Riffelgriff. Ich mochte die alten lieber. Aber der ist auch ziemlich gut, liegt gut in der Hand. Moras sind keine Brachialmesser, das heißt, mit denen hackt man nicht, mit denen bricht man keine Kisten auf. Moras sind Schneidwerkzeuge. Dafür sind sie konzipiert und das machen sie auch wirklich gut. Auch in meinem Freundeskreis gibt es Leute, die sagen, ja, Mora hat den Namen Messer nicht verdient, das ist nur ein Werkzeug. Sind wir mal ganz ehrlich, ein Messer, das wirklich ein gutes Werkzeug ist, das ist eben auch dann wirklich ein Messer im klassischen Sinne. Ein Messer mit Dings, das dafür ausgelegt ist, zu hacken, zu graben, Bäume zu fällen, Autotüren aufzubrechen, ist schon aus meiner Sicht eher ein Spielzeug. Also das ist neben dem kleinen BX-Messer mein favorisiertes Automesser. Ich glaube, ich habe 6 oder 8 Moras daheim. Meine Frau hat ein eigenes Mora, meine beiden Kids haben ihre eigenen Mora-Kindermesser. Und wenn das neue Mora, von dem wir einen Prototypen auf der Messe gesehen haben, demnächst auf den Markt kommt, mit der 18 cm Klinge, das Überlebensmesser, das wird auch in meine Sammlung wandern. Also, wie gesagt, ab der kommenden Woche gibt es die auch bei uns. So, dann einen netten Geschäftspartner aus England bekommen wir die Knickleuchtstäbe, beziehungsweise sind keine Original Sialums. Die nennen sie jetzt Lumica. Wir haben uns für die entschieden nach langer Suche, weil wir da auch eine gewisse Qualitätssicherung haben. Die Teile sind NATO zugelassen, werden innerhalb der NATO-Streitkräfte verwendet. Wir haben sie selbst ausprobiert, waren sehr zufrieden. Wir werden auch noch ein Video einstellen von der Outdoor Franken Crew, einer Outdoor-Gemeinschaft, die Teile mal auf Herz und Nieren geprüft haben.
Und auch deren Urteil war für uns mit der Grund zu sagen, gut, die nehmen wir jetzt den Job. Wir haben den Leuchtdauern von zwischen 6 und 8 Stunden. Wir haben sie auch mal über 12 Stunden gehabt und selbst noch in der zweiten Nacht konnten sie noch als Signallicht ansetzen. Sie sind wirklich gut. Was ich ganz gut finde, man sieht es ein bisschen an der Zeichnung. Hier, machen wir jetzt auch mal auf. Die haben eine Art Karabinerhaken. Sie verzichten Gott sei Dank auf die lächerliche rote Nylonkordel, die bei vielen anderen dabei ist. Wie man es hier sieht, ist eine Art Karabinerhaken, mit dem das Ganze befestigt werden kann. Und natürlich kann es auch über dieses Öhr fix befestigt werden. Haben eine etwas andere Form als die klassischen Sylums, funktionieren aber genauso gut, sind sehr zufrieden damit und werden auch im Laufe der nächsten Woche in den Shop kommen. So, dann kommen wir jetzt zu was für die Buschkraftproduktion. Da hatten auch viele von euch nachgefragt. Der Zünder am Seil, Tinder on a Rope, das ist von Light My Fire. Schwedische Firma, die sich hauptsächlich auf Feuerstelle eben spezialisiert hat. Wir bekommen also auch den Light My Fire Feuerstall, aber ich denke, ich muss jetzt nicht noch mal einen Standard Feuerstall vorstellen. Der Light My Fire Feuerstall, schwieriges Wort, sollte jedem von euch bekannt sein. Und das hier ist, wer es kennt, die Bio-Version des Army Magnesium Zünders. Gibt es ja von der US Army diesen Magnesiumblatt mit Feuerstahl. Das hier ist die Bio-Version, wird von Light My Fire als sogenannte Meyer-Sticks beworben. De facto ist es nichts anderes als der Kienspan. Wer vielleicht Reenactment macht, der kennt es. Das ist sehr harziges Wurzelholz, das eben in der Holzindustrie anfällt, das aufgrund seiner Eigenschaften, aufgrund des hohen Ölgehalts nicht für Möbel verwendet werden kann. Aber als Zunder ist es ideal. Also ihr könnt es leider nicht riechen, also das ist wirklich, als würdet ihr durch ein Holzlager laufen, dieser einzelne Stick. Der ist sehr hart gedrängt, es verbrennt auch mit einer öligen, rußigen Flamme. Und wie der funktioniert, das werden wir dann gleich nochmal ausprobieren. So, wollen wir gerade bei Feuer waren. Da hatte ich gesagt, nicht noch ein Feuerstall, aber doch, das muss sein. Der Curing Feuerstatter von Toologic. Toologic ist manchen von euch vielleicht bekannt von den Toologic SL3 Überlebensmessern, der Folder mit dem integrierten Feuerstahl und Taschenlampe. Und das ist die Kleinversion, das ist nur der Feuerstahl, was ich ziemlich gut finde an dem. Das Ganze ist in einem Gehäuse untergebracht. Ich habe mit dieser Dose einen verlängerten Griff für den Striker. Mal kurz die Hand wechseln. Kann den dann also benutzen und wenn ich ihn wegpacke, ist alles wieder in einer Einheit. Ich habe kein langes Paracord-Gefummel, ich kann das ohne Probleme irgendwo an meinem Messer befestigen. Ich habe auch die Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, ich nehme nur diese Tubus ohne den Striker und befestige den am Messer. Habe ich gleich meine Halterung am Messer. Was ich aber vor allem schön finde, wenn man ein bisschen bastelt, und ich bin bastelwürdig, das wisst ihr mittlerweile, nimmt man sich ein Stück Watte, drängt es in Wachs und das dann hier drüber schieben, packt das Ganze hier rein und hat einen wasserdichten Zunder direkt am Feuerstahl verpackt. Und was schön ist, da haben die Jungs von Toologic mitgedacht. Ich hoffe, das fokussiert jetzt richtig. Jawohl, jetzt fokussiert es. Es sind zwei Ohrringe mit dran. Das heißt, das Ganze ist wirklich sicher abgedichtet. Ihr könnt natürlich auch ganz klassisch einen Wattebausch nehmen. Wattebausch rein, Feuerstahl rein, wasserdichter Zunder. Wenn ihr es richtig dicht haben wollt, könnt ihr hier diesen Rand noch mit Wachs abdichten. Das ist wirklich perfekt für ein Survival-Kit, weil da habt ihr dann wirklich ein komplettes Tool fürs Feuer. Und das ist wirklich failsafe, da kann nichts schief gehen. Also das ist, muss ganz ehrlich sagen, nachdem wir uns eine neue Feuerstelle bekommen haben, habe ich mir gedacht, gut, das war's jetzt, ich brauche keinen neuen Feuerstelle mehr. Der kommt auf jetzt auf jeden Fall jetzt auf jede Tour mit. Finde ich einfach genial, das Konzept. So, und last but not least, kleines Tool. Oder machen wir es mal andersrum.
Nein, ich zahle jetzt nichts aus und ich schmeiße auch keine Runde. Ich möchte kurz was zeigen. Das Teil habe ich in der Stadt zivil immer dabei. Das ist die Swissguard von Victorinox. Hat ein Messer, hat ein kleines Tool. Taschenlampe, Pinzette. Habe ich logischerweise, da ich meinen Geldbeutel und meinen Ausweis immer dabei. Natürlich auch hier immer dabei. Aber im Wald ist das Ding jetzt nicht so sinnvoll. Sagen wir mal. Deswegen haben wir jetzt auch von Tool Logic die Survival Card. Haben sie extra in Blau genommen, weil wenn das Ding verloren geht, möchte ich es wiederfinden. Es gibt es natürlich auch in taktisch schwarz, aber ganz ehrlich, ein Survival Tool, das möchte ich wiederfinden. Am liebsten wäre es mir gewesen, wir hätten es in die Neurage bekommen. Und das ist auch nichts, was man außen an der Molleweste trägt und einem dann verrät. Kernstück der Tool Logic Card ist dieses niedliche kleine Messer. Das sind zwei Fingermesser. Kann auch als Harpunenspitze benutzt werden, Speerspitze. Und logischerweise als Messer. Also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht, wie gut kontrollierbar dieses Messer für Feinarbeiten ist. Klar, einen Baum fäll ich damit nicht. Ist klar. Aber mir damit aus einer Plastikplatte einen Regenpunsch machen, die klassische Rambo-Aufgabe, oder Feuer machen oder Zunder von meinem Zunder am Stück abschaben, ist kein Problem. Jetzt ist natürlich die Frage, na gut, jetzt habe ich ein Messer, womit mache ich Feuer? Mit der Karte. Und das ist nämlich der Clou an der Karte. Das ist eine kleine Rifflung im Klingenrücken. Das sorgt nicht nur dafür, dass der Daumen nicht abrutscht beim Arbeiten, sondern wird auch als Striker für einen integrierten Feuerstahl verwendet. Was ich extrem gut finde. Tool Logic arbeitet hier nachhaltig. Man sieht die Schraube. Der Feuerstahl kann ausgetauscht werden. Das heißt, wenn der Feuerstahl aufgebraucht ist, muss nicht die ganze Karte weggeworfen werden. Die anderen zwei Tools, die dabei sind, sind eine Lupe, ein Vergrößerungsglas und ein Kompass. Ein Kompass ist wichtig, alle Metallteile der Karte sind entmagnetisiert. Allerdings sollte die Messerklinge vor der Benutzung entfernt werden. Dann klappt, funktioniert es auch mit dem Kompass. So, ein weiteres Tool, das drin ist, muss ich auf ist hier, was ich auch für sehr sinnvoll achte, eine Trillerpfeife. Ich habe jetzt absichtlich nicht allzu stark ihr hört es vielleicht im Hintergrund, das sind Waldarbeiter bei der Arbeit und die möchte ich nicht unbedingt erschrecken oder hier auf den Plan rufen. Dann hat die Karte noch zwei kleine Features, ist auch bekannt von den Schweizer Taschenmessern, die Pinzette. Halte ich draußen für sehr sinnvoll. Gut. Über den Sinn und Unsinn eines Zahnstochers kann man sich jetzt streiten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Gewürzreste oder ähnliches, die Zahnfleischbluten verursachen, können auch ein ganz schöner Showstopper draußen sein. Ich finde es nice to have. Ich glaube, ich könnte auch ohne überleben. Aber prinzipiell muss ich sagen, in der Summe finde ich diese Karre eine ziemlich runde Sache. Die kommt zu mir auf jeden Fall in den Grabbag, also der Grabbag ist bei mir jetzt nicht die große Tasche, das ist eigentlich mein Begriff für einen kleinen Beutel, wo die Sachen drin sind, die ich in der Hose verstaue. Das heißt, ich habe einen kleinen Beutel, der steht bei mir im Arbeitszimmer bei meiner Ausrüstung. Und wenn ich auf eine Tour gehe, dann ist da eben ein kleiner Beutel mit eingeschweißten Ausweisdokumenten, ein kleines Messer, ein kleiner Feuerstahl etc. drin. Dieser ganze Kleingram wird dann durch die Karte ersetzt, also finde ich richtig gut und ist auch ab nächster Woche bei uns im Shop. So. Das war es jetzt mit den Neuheiten an sich. Was wir jetzt noch machen, ist natürlich die Sachen ausprobieren. Das machen wir jetzt dann gleich getrennt und an einem anderen Ort. Da begebe ich mich zum Bekannten auf so ein Privatgelände. So, jetzt hier mein Mordermesser. Womit ich jetzt anfangen werde, ist das allseits beliebte Knüppelspiel oder auch im Neudeutschen bzw. Neuenglischen Baytoning. Ich weiß, das löst garantiert wieder eine Endlos-Diskussion über Sinn oder Unsinn aus. Leider ist es so, was heißt leider, es ist halt so, es ist ein
Streitthema, braucht man es nicht. Ich möchte es kurz mal zeigen. Prinzipiell mal. Oder ist es jetzt so? Relativ gut durchs Holz geht, weil es relativ dünn ist. Nachteil ist aber, es hat so gut wie keine Spaltwirkung, es hat keine Keilwirkung, eben weil es so dünn ist. Das ist sein Fluch und sein Segen. Weshalb man das Ganze überhaupt macht, ich hoffe man sieht es, das Innere des Holz ist im Regelfall trocken. Es gibt andere Möglichkeiten an trockenes Holz ranzukommen und das ist eigentlich das Hauptargument, das gegen dieses Knüppeln spricht, ist, wenn man Holz spalten, nimmt man eine Axt. Es ist immer Notbehelf, wenn man keine Axt oder entsprechendes Werkzeug dabei hat. Es geht auch mit dem Mohrer. Ich bin ganz ehrlich, es ginge auch mit einem halbwegs robusten Küchenmesser. Daran jetzt die Qualität des Messers festzumachen, ist eigentlich Unsinn. Deswegen, ich habe es jetzt auch nur wirklich kurz angeschnitten. Wo das Mohrer sich wirklich bewährt, sind feine Holzarbeiten, Schnitzarbeiten, zum Beispiel eben sogenannte Fettersticks. Das heißt, man holt hier so Späne aus dem Holz, die sich dann leichter entzünden. Mit 5-6 so vorbereiteten Ästen kann man wunderbar sein Feuer entzünden, was ich hier natürlich im Naturschutzgebiet nicht machen werde. Sollte klar sein. Das ist jetzt auch ein Vorteil des Anschliffs, des sogenannten Scandi-Schliffs des Mohrers. Es nimmt extrem viel Holz mit. Die Schneideigenschaften sind einfach toll. So, hätte ich jetzt ein, ja, relativ krudes, aber effektives Zunderstück. Das Mohrer, muss man dazu sagen, ist klein genug, um ohne Probleme öffentlich geführt zu werden. Man soll es natürlich nicht mit auf ein Konzert oder ähnliches nehmen. Das ist, denke ich, klar. Und was beim Mohrer auch noch ist, durch den Rücken, der im glatten 90-Grad-Winkel angeschliffen ist, der nicht abgerundet ist, kann man es auch ganz gut mit einem Feuerstahl nutzen. Jetzt mal kurz dafür den Tuller-Check dazu. Heißt, ich hoffe man sieht es, dass es hier nicht zu hell ist. Das ist etwas, was mit anderen Laminatstellen nicht so gut geht. Auch deswegen ist für mich eigentlich das Mohrer in Carbon mit das ideale Outdoor- und Survival-Messer. Braucht halt Pflege, aber das braucht jedes gutes Werkzeug. Ja, das wäre es, Mohrer. Für die anderen Sachen muss ich dann diesen schönen Ort hier verlassen. Wie gesagt, wir bewegen uns ja im rechtlichen Rahmen. Was ich aber noch zeigen möchte, ist das Minimesser von der Tulowitsch-Karte. Auch mit ihm natürlich weit weniger einfach und locker. Vor allem, wenn man sich auch noch so anstellt wie so ungeschickt anstellt wie ich. Auch mit ihm kann man Zunder bearbeiten. Und da die Frage ja eh wieder kommt, machen wir uns den Spaß, knüppeln wir mit dem Mini-Tool. Lustigerweise geht es nahezu genauso gut wie mit dem Mohrer. Warum? Weil es tatsächlich im Vergleich zum Mohrer sogar noch ein bisschen dicker ist. Das bringt tatsächlich ein bisschen Material auf die Waage. Logischerweise, ich würde trotzdem das Mohrer nicht gegen das Minimesser tauschen, wenn ich die Wahl hätte. Wenn ich keine Wahl habe,
Wäre ich aber über dieses Messer sehr froh. So, soweit zu den schnitthaltigen Sachen. Ah, und wie gesagt, nach einem kurzen Trip werden wir dann wieder mit den Feuerstollen da sein und die Zunder ausprobieren. Bis dann. So, hier haben wir unsere drei Kandidaten, die sich jetzt noch im Feuertest bewähren müssen. Ich fange jetzt mal an mit dem Meyerstick. Ich nehme zum Schaben ganz einfach den Striker vom Two Logic Feuerstange. Das geht sehr schön. Kann da richtig schöne große Flocken erzeugen, die ich dann auch am Stück wegheben werde. Bisschen mehr Richtung Mitte. So. Das geht natürlich auch mit dem Rücken des Mora-Messers. Man kann dann natürlich auch vorsichtig größere Späne mit dem Mora-Messer abschaben. Oder eben anderen Messer, natürlich. So. Jetzt kommt der Tollogic Feuerstahl zu her. Ja. Und zack. Schon haben wir Feuer. Aber das ist ja nicht der einzige Feuerstahl, den wir heute dabei haben. Ja. Man muss dazu sagen, die Meyersticks kann man sich sprich den Kinnspan kann man sich auch in der Wildnis suchen. Das sind einfach die nicht verrotteten Teile von Kiefernstümpfen, die eben so mit Harz durchdrängt sind, dass sie nicht verrotten. Die können geerntet werden. Ist ziemlich mühselig, zugegebenermaßen. Aber gerade in einer Überlebenssituation, wenn man es unterbraucht, ist es ganz gut, wenn man das weiß. Was man jetzt hier sieht, was hier kocht, was jetzt hier auch an der Klinge kleben bleibt, das ist tatsächlich das Harz. Um jetzt mal ein bisschen näher ranzugehen, dass man das auch ein bisschen sieht. Hier. Das ist das Harz. Das Kiefernharz, das jetzt brennt. Wie gesagt, das ist ein biologischer Zunder, der über tausende von Jahren hinweg verwendet wurde. Kienspäne waren lange Zeit für den, in Anführungszeichen, armen Mann der Kerzenersatz und ist ein Nebenprodukt aus der Möbelindustrie, das heißt, es werden auch nicht extra dafür Bäume gefällt. Finde ich sehr gut, ich benutze es relativ häufig, gerade dann, wenn wir eben, ich sage jetzt mal, traditioneller unterwegs sind, mit weniger Hightech. Hier werden wir jetzt sehen, mit dem Kinnspan funktioniert es ganz gut und ich hatte ja vorhin den Wachszünder gezeigt. Den werden wir jetzt natürlich auch noch ausprobieren. Ja, den schneiden wir jetzt gleich mal in zwei Teile. So. Wie bei jedem Wachszünder müssen wir ein bisschen aufrauen. Und da ich ja vorgeschlagen hatte, den zusammen mit dem Tool-Logic zu nutzen, machen wir das jetzt auch. Die andere Feuerstahlmethode, das Wegziehen, das ist nicht mein Favorit. Ich nutze meinen Feuerstahl. So,
und nutze den Feuerstahl lieber so. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich glaube, ich habe diesen Zunder zu fest gepresst. Also, jetzt eher ein Anwenderfehler. Ja, und kaum ist er gut aufgezogen, habe ich ihn gut aufgedröselt, zündet er sofort. So, jetzt löschen, ein bisschen zur Seite. Und mit einem frischen lassen wir natürlich auch nochmal die Toologic-Karte zu Ehren kommen. Diesmal sind wir cleverer, fasern es gleich auf. Und zack. Da der hier noch nicht will, müssen wir gleich nochmal ein Gegenfeuer zu machen. Ja, es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen leise war. Ist tatsächlich das passiert, was selten passiert und eigentlich auch nicht vorkommen sollte. Ich war ziemlich in meiner Arbeit versunken, weshalb ich etwas leise wurde. Wie gesagt, Vorbereitung ist eigentlich alles. So ein Stückchen Zunder passt mit in den Toologic Feuerstahl. Und da hat man eine sichere Feuerquelle. Natürlich immer gut. Dann kommt die aus. Brauche ich jetzt nicht mehr. So. Ist natürlich immer gut, wenn man weiß, wo man natürlichen Zunder findet. Aber vorbereitet sein schadet nie. Und selbst wenn man das, was man vorbereitet, nie braucht, gibt es doch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man hat es dabei. Also ich persönlich würde jetzt für eine Survival-Situation auf jeden Fall den Toologic Feuerstahl den Vorzug geben. In Verbindung mit dem Zunder am Strick, dem Tinder on a Rope, ist das eine super Kombination. Durch das viele Harz, was in diesem Holz steckt, ist es auch sehr unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Kann also auch mal untergetaucht werden. Tut dem Ganzen gar nichts. Sollte natürlich nicht ein paar Wochen im Wald liegen. Auch dann sorgt dieses Holz Feuer. Aber sind wir mal ehrlich, wer von uns lässt seine Ausrüstung ein paar Wochen im Wald liegen, bevor er sie benutzt? Ja, so viel jetzt zu den Feuerstellen. Die Messer hat man ausprobiert. Was ich jetzt nochmal gern machen würde, noch mal zeigen. Wir nehmen jetzt einfach mal an, wir hätten dieses Stück Kinnspan im Wald gefunden. Ich schraube jetzt. Kinnflange. Es geht vor allem sehr schön. Mit dem kleinen Wellenschliff kann ich da sehr schöne Holzlocken rausschnitzen. Wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund des Wellenschliffs, aber hier macht es tatsächlich mal Sinn. Ja. Die Zundervorbereitung funktioniert auch ganz gut. Und wirklich ungeskriptet, jetzt versuche ich es mal. Gesagt, alles ungeskriptet. Das habe ich persönlich auch noch nicht probiert. Aber es funktioniert. So wie soll, würde ich jetzt mal sagen. Also für draußen. Dieses kleine unscheinbare Messerchen. Und diese kleine Plastikkarte. Die haben definitiv bei mir einen Platz in der Ausrüstung gefunden. Die sind gut. Ich meine, wir waren vorher schon von den Reviews überzeugt, von anderen. Deswegen wir die Sachen jetzt auch ohne Muster bestellt hatten. Aber die Performance hat jetzt endgültig überzeugt. Natürlich wird alles wieder mitgenommen. Wir lassen nichts zurück. Wir werden das Ganze jetzt auch nochmal ablöschen. Damit auch ja nichts passiert. Ich befinde mich hier jetzt zwar, wie gesagt, beziehungsweise wie vorhin schon angekündigt, auf dem kleinen Privatgrundstück eines Bekannten, aber auch hier müssen wir uns ja nicht aufhören wie die Waldschweine, weswegen wir jetzt hier erst nochmal sauber machen werden
Und danach kommt noch der zweite Teil. Ihr habt ja noch ein paar Fragen heute geschickt gehabt. Die werden wir dann auch beantworten, wie üblich getrennt. Das heißt, jetzt kommt erstmal der Moment, wo ich sagen muss, das war's. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr euch wieder dafür interessiert habt. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder zu. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht's gut!